Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MacIt Pro. Also, ich zeige euch heute ein kleines Video über den Apple Script Editor und zwar, wie man Befehle vom Terminal in den Apple Script Editor einbinden könnt. Ja, das Programm liegt bei Dienstprogramme und dann bei hier Apple Script Editor. So, genau, so sieht das ganze Ding aus. Es ist ein kleines Programm, mit dem ihr programmieren könnt, kleine Programme schreiben oder ja, was auch immer machen könnt. Über die Buttons sage ich euch gleich noch was und genau. Ich habe halt vorher schon mal angekündigt, dass ich ein kleines Video über ein voriges Video, wo ich gezeigt habe, über Terminal, wie man da Befehle eingibt und wie man die dann, ja, kleine Befehle über den Mac halt. Und heute zeige ich euch, wie ihr das in den Terminal, in den Apple Script Editor einbinden könnt. Genau, also, wir machen jetzt erstmal eine kleine Reihe von MacIt Pro über den Apple Script Editor und ja, ich hoffe, dass euch das ein bisschen bringen wird. Gut, als erstes müsst ihr abfragen, welchen Befehl ihr auswählen wollt. Dafür müsst ihr eine Liste erstellen. Das geht relativ einfach. Ihr gebt einfach Choose from List, dann Alt-8, damit kommt so eine Klammer. Gänsefüßchen, 2D Doc, Gänsefüßchen, Komma, Gänsefüßchen, jetzt wieder als nächstes X-Ray Quick, Entschuldigung, X-Ray Quick Look und so weiter. Das habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet. Und dann am Ende nochmal die Klammer zumachen mit Alt 9. Dann könnt ihr jetzt, indem ihr Übersetzen drückt, gucken, ob der Quelltext fehlerfrei ist. Und wenn das der Fall ist, ist okay und ihr habt keinen Fehler gemacht. Da Apple Script Editor ein bisschen, es ist nicht schlecht programmiert, aber es stürzt oft ab, wenn man es falsch behandelt. Am besten ist es, wenn ihr einfach immer kurz sichert, Ablage sichern unter und dann auf Schreibtisch zum Beispiel erstes Programm. Gut, jetzt geht ihr auf, jetzt müsst ihr dieses, wenn ihr es mal ausführt, habt ihr jetzt hier die Liste. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 2D-Doc auswählt und OK drückt, dann steht jetzt hier unten 2D-Doc. Das heißt, das Ergebnis, beziehungsweise das Result, also das Ergebnis halt, ist jetzt im Prinzip im Zwischenspeicher. Damit ihr das jetzt auch speichert, müsst ihr jetzt eine Variable, nehmen wir jetzt einfach mal lol, müsst ihr in die Variable lol, müsst ihr jetzt das Result schreiben. Jetzt wird das Ergebnis, was ihr hier angeklickt habt, in die Variable lol geschrieben. Genau, und jetzt müsst ihr abfragen, welchen Befehl ihr abgefragt habt. So, dafür machen wir ein kleines Kommentar. Das macht ihr einfach mit zwei Strichen. Ich mache das immer zur Orientierung, da habt ihr es ein bisschen übersichtlicher. So, 2D-Doc. Als erstes, if lol ist eckige Klammer, also diese Klammer, Gänsefüßchen, 2D-Doc. Doc, wenn, also wenn, wenn ihr 2D-Doc angeklickt habt, dann passiert Folgendes. Jetzt müsst ihr ein kleines Fenster öffnen lassen, das euch abfragt, ob ihr den 2D-Doc aktivieren oder deaktivieren wollt. Dafür gebt ihr einfach ein Display Dialog Gänsefüßchen 2D-Doc. Das heißt, das Fenster heißt jetzt 2D-Doc mit den Buttons aktivieren und deaktivieren. So, Klammer schließen und dann müsst ihr noch sagen, wie viele Buttons das sind. Das sind Default Button 2. Jetzt müsst ihr abfragen, welchen Button ihr gedrückt habt. Das macht ihr einfach if the Button returned of the result is aktivieren, perfekt. Wenn, also wenn ihr den Button gedrückt habt mit dem Ergebnis aktivieren, dann passiert wieder Folgendes. Tell Application, da könnt ihr auch einfach nur App schreiben, Tell App. Tell Application mache ich so, finde ich ordentlicher. Terminal
Das heißt, ihr sprecht jetzt die Anwendung Terminal an. Do Script. Und dann müsst ihr jetzt das erste Script eingeben. Das habe ich hier auch einmal kurz kopiert, damit ihr... Na, falsch geschrieben. So, das ist jetzt das erste Script, um den Dock hier auf ein 2D-Dock zu machen. Jetzt müsst ihr eine kurze Warteschleife machen, da es sein kann, dass euer Rechner sehr schnell ist und dadurch, dass der Befehl da nicht ausgeführt wird, müsst ihr einfach Delay 0.2, also 0,2. Und jetzt einfach Quit. Das heißt, die Applikation Terminal wird geschlossen. Jetzt müsst ihr Endtell machen, das heißt, der Terminal wird nicht mehr angesprochen. So, hier habt ihr abgefragt, ob der Button Aktivieren gedrückt ist. Wenn aber der Button nicht Aktivieren gedrückt ist, sondern Deaktivieren, dann passiert Folgendes. Müsst ihr eingeben, Else, und dann das Ganze, was ihr hier oben auch geschrieben habt, nochmal kopieren und hier einfügen und einfach hier von Yes auf No ändern. So, als nächstes habt ihr den X-Ray Quick Look. Dafür macht ihr wieder ein kleines Kommentar. Müsst ihr nicht, finde ich aber ordentlicher. Quick Look. So. Jetzt müsst ihr wieder abfragen. Ne, tut mir leid, ich habe noch was vergessen. Und zwar, diese Ifs, das sind Schleifen. Und diese, oder sind Abfragen. Und Abfragen müsst ihr genau wie diese Tells hier, müsst ihr beenden, indem ihr einfach and if schreibt. Dann wird diese if-Abfrage geschlossen. Die andere jedoch bleibt noch offen, weil ihr die ja noch braucht. Dafür gebt ihr jetzt ein else if lol is x falsches Buchstabe x-ray quick look then, und dann müsst ihr genau das machen, was ihr hier oben auch gemacht habt. Aktivieren, deaktivieren, Terminal ansprechen, Befehl eingeben, warten und den Terminal wieder schließen. Das habe ich jetzt alles schon mal vorbereitet, da ihr das auch selber machen könnt. Ich werde es auch am Ende hochladen, ihr könnt es in der Beschreibung dann angucken. Genau. So. Ich habe es jetzt hier schon mal gemacht. Und jetzt müsst ihr nochmal speichern am besten. Oh, hier habe ich mich vertippt. So. Wenn ihr Übersetzen drückt, dann könnt ihr abfragen, ob das Programm wieder funktioniert. Und wie ihr seht, es gab keine Fehlermeldung und ihr könnt das Programm jetzt ausprobieren. Dafür einfach kurz speichern und dann Ausführen drücken. Jetzt bekommt ihr die Liste, 2D-Dock sage ich mal, OK drücken, dann fragt hier 2D-Dock, sagt jetzt mal aktivieren, weil wir jetzt momentan den 3D-Dock haben, aktivieren, Terminal wird geöffnet, Dock wird heruntergefahren und ihr habt einen 2D-Dock. Um das jetzt wieder rückgängig zu machen, einfach ausführen, 2D-Dock, OK, deaktivieren. Und ihr habt wieder euren gewöhnlichen 3D-Dock. So, um das Ganze jetzt noch als Programm zu speichern, also als wirkliches Programm, nicht nur als Script, macht ihr einfach wieder Ablage, sichern unter und dann wählt ihr hier anstatt Dateiformat Script Dateiformat Programm aus. So, jetzt können wir das auch richtig benennen, zum Beispiel Terminal in Apple Script Editor einbinden. Genau. Und dann einfach sichern drücken. Jetzt habt ihr hier auf eurem Desktop oder wo ihr es gespeichert habt, das Programm. Könnt ihr einfach öffnen. Und wieder ganz normal, ich mache es einfach mal wieder am Beispiel 2D-Dock, aktivieren. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt ja mal auf unserer Webseite vorbeischauen oder uns abonnieren. Ja, demnächst kommen auch noch weitere Videos über den Apple Script Editor. Und bis dann. Tschüss.